Hallo, Frau Schmalz, meine lieben Kreativlinge. Ich habe mir beim Teddy gestern, das muss ich das Video auch gleich hochladen, weil ich will noch ein paar Worte sagen, diese Metallschmetterlinge gekauft. Da habe ich einmal die in Silber bekommen und in Rosa. Die in Rosa habe ich schon weggeräumt. Aber da habe ich eine ATC gemacht. Und ich will auch heute wieder eine ATC machen. Ich möchte wieder was basteln. Ich habe jetzt wieder Platz. Und zwar schaut das Ganze so aus. Ja, finde ich cool. Also, ne, zwei verschiedene Farben. Zwei verschiedene, total unterschiedliche Karten. Sind auch echt schwer, muss ich sagen. Okay, fangen wir gleich an. Ich habe hier einen ATC-Aufleger, der hat die Maße 6 x 8,5 cm. Und den bearbeite ich mir jetzt erst einmal. Und zwar mit Vintage Photo und Aged Mahagoni. Das gebe ich mir jetzt einfach mal so auf den Acrylblock, so ein bisschen. Mache das Ganze nass. Und ja, tunke jetzt mein Papier so ein bisschen ein, bis ich sage, okay, das gefällt mir jetzt. Wobei mir da unten mal ein bisschen zu wenig ist. Ich werde auch zwischendurch auf Pause drücken, weil ich gehe dann in den Nebenraum zum Föhnen. Weil ja meine Kleine gerade am Einschlafen ist, denke ich ja mal. Und das heißt, ich werde das Ganze schnell föhnen. Sonst dauert es nämlich viel zu lang, bis das getrocknet ist. So, dann nehme ich dieses Aged Mahagoni, dann mache ich dasselbe. Ich brauche mal eine neue Spritzflasche, die funktioniert nicht mehr richtig. So. Auch so lang, bis mir das Ganze gefällt. Ist auch okay. Da könnte noch ein Ticken. Ja. Und dann gehe ich nochmal föhnen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, schaut es so aus. Und dann. Ja, eingewuselt schon wieder hier. Nehme ich mir einen Stempel von Studio Light. Das ist der mit Schmetterlingen. Die haben echt wunderschöne Hintergrundstempel. Und dann arbeite ich mit dem Embossing-Pulver, und zwar Parisa oder Parisa, keine Ahnung, wie ich das richtig ausspreche. Da sieht man so ein bisschen, wie es ausschaut. Und ich nehme mir da so den unteren Teil. Ich tue das auch gar nicht auf dem Acrylblock jetzt drauf. Klebt er auf meiner Laminierfolie von dem her. So, da drücke ich meine ATC dann da rein, beziehungsweise mein Aufleger. Mach das Embossing-Pulver drauf. Braucht auch gar nicht perfekt drauf sein und es ist ein Grunge-Hintergrund. Und da finde ich dieses Perfekte sowieso, ja, langweilig, sagen wir es mal so. Und das Ganze werde ich jetzt dann wieder einmal föhnen. So, ich habe das Ganze jetzt geföhnt, ist sogar noch warm. Aber so schaut das Ganze jetzt aus. Hat echt doof mit dem Licht, ne? Aber so kann man es recht gut erkennen. Und dann arbeiten wir weiter. Das lege ich jetzt mal zur Seite. Ich habe vom Action diesen schwarzen Aquarellblock genommen. Habe mir dann eine Ecke zurechtgeschnitten. Und was ich dann gemacht habe, ihr seht schon, ich habe schon ausgestanzt für meine zwei ATCs, nämlich diese Metallic Watercolors. Ich liebe diese Farben. Da kaufe ich mir definitiv nochmal welche, wenn es sie wieder gibt. Und
bin ich immer überlegen, ob ich... Ja, ich zeige es euch ja mal, wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich nehme ja einen Wassertankpinsel oder einen normalen Pinsel, das ist völlig wurscht. Und mal einfach so willkürlich auf mein Papier. Ich finde das so klasse, weil das ja auch Struktur hat. Muss auch nicht ordentlich sein, weil das Ganze wird ja dann eh ausgestanzt. So, Zwischenreinigung machen. Das schneide ich jetzt aber mal ab, weil ich stanze das Ganze jetzt aus. Sonst saue ich mir nur alles zu. Ja, vielleicht auch nicht gerade da drauf. So. Da stanze ich mir jetzt meine zwei Zahnräder aus. Das hätte ich natürlich vorher machen können, aber egal. Ich habe jetzt für die Zahnräder natürlich andere Farben verwendet. Das war Cooper und Bronze, was ich verwendet habe. So, dann mache ich mal das Geschnipsel dazwischen raus. Einmal. Zweimal und dann bin ich froh, wenn ich wieder aufräumen kann. Ich finde diesen Metallic-Effekt so genial. So, dann nehmen wir unsere Karte. Ich glaube, ich klebe das erst ganz normal auf meine ATC. Auf meine Grundkarte. Ich muss jetzt noch ein bisschen zurechtbiegen, weil durch das ganze Föhnen und Wasser und biegt sich das Papier dann immer ein bisschen. So, das dürfte reichen. Dann klebe ich meine zwei Zahnräder auf. Und was ich noch sagen wollte... Ich werde jetzt versuchen, in der Woche ca. 3 Videos hochzuladen. Allerdings sind da wirklich auch noch alte Videos dabei. Ich habe nämlich einmal durchgeguckt. Die habe ich schon vor über einem Jahr abgedreht. Also wirklich vor über einem Jahr 2021 oder sogar teilweise noch älter. Aber es steckt trotzdem ja Arbeit dahinter. Und ich denke mal Tutorials, auch wenn ich mich wahrscheinlich... Okay, ich stelle mich immer doof an. Lass mal das beiseite. Aber ja, ich möchte das nicht wegschmeißen. Es hat Arbeit gekostet. Und es ist ja trotzdem eventuell eine Inspiration für den einen oder anderen. Ja, also ich werde jetzt dann Dienstag, glaube ich, das erste ältere Video hochladen, sodass die wirklich einmal wegkommen. Ich mache aktuell 4 mit Standschablonen von Action. Mache ich auch natürlich Videos dazu. Aber die älteren müssen halt auch mal weg. Und dass ich einmal so langsam in die neuere, ne, rutsch, ihr versteht schon. Das wollte ich eigentlich sagen. Und mal schauen, ob ich heute mal mein Gewinnspielprojekt weitermache. Ich weiß schon ganz genau, was es gibt. Aber dass ich da jetzt auch mal anfangen kann. So, dann nehme ich Sekundenkleber und so einen Schmetterling. Hoffentlich klebe ich mir jetzt nicht die Finger zusammen. Positioniere ich mir den da so hin. Und dann schauen, dass ich den festdrücke, ohne mir die Finger irgendwie zusammenzukleben.
Und das Schöne an diesen Metallschmetterlingen, die kann man nämlich nach unten biegen und so passen die dann auch in die Hüllen rein. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwas drauf mache, aber ich denke, das reicht mir. Ich finde die cool. Ich habe wieder richtig Lust auf Crunch zu basteln, irgendwie. Ja, deswegen dieses kleine Video, weil ich euch die Nachricht überbringen wollte. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.